Herzlich willkommen zu einer neuen Anleitung für Bravura Fax. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man das Faxgerät also einrichten kann. Vor allem kämpfen wir ein bisschen mit dem Bug, den Bravura hat, aber das ist halt eben Bravura. So, wir starten natürlich Utilities, begeben uns gleich auf PC Fax. Das ist ganz wichtig. Und dann, was für uns zählt, ist natürlich Senden einrichten. Da klicken wir drauf und richten schon mal das alles soweit ein. Und man kann die Firma machen, man kann die Telefonnummer reinmachen, je nachdem, wenn man möchte, ob man genervt werden will oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gerade wenn es um Faxen geht, soll es immer schriftlich sein. Und die Leute sollen einen Fax zurückschicken und nicht ein Telefonat, ne? Weil man hat dann halt was Handfestes, gerade wenn es um Prozesse geht, Klagen, Mandate und so weiter, ist es immer am besten, schriftlich alles festzuhalten. Hier haben wir noch zusätzlich die Einstellung Wähleinstellung, also Amtsholung. Das ist, wenn man extern was machen möchte. Das heißt, es gibt interne und externe. Und wenn du extern was senden möchtest, wählst du halt eine 0, kann man eine Amtsholung 0 machen zum Beispiel. Dann haben wir Absendererkennung, Senden, und dann haben wir Netzwerk-PC-Fax. Das Netzwerk-PC-Fax ist nur im Netzwerkbereich, wenn man das hat. Ansonsten muss man das jetzt nicht unbedingt aktivieren. Von daher lassen wir dein Häkchen weg und dann gehen wir weiter. Jetzt starten wir erstmal Empfang, ne? Und dann merken wir, startet, aber das kommt dann dieser Fehler. Das ist wie gesagt ein Bug. Das kann man also beheben, indem man erstmal alle Sachen schließen tut, schließen oder schließen lässt, und kann auch zusätzlich den Taskmanager öffnen und schauen, ob da nicht im Hintergrund noch das Empfang offen ist. Ansonsten hier soweit passt alles. Weiter. So, dann starten wir also nochmal dieses PC Fax Receive. Und das kann dauern, je nachdem, kann dauern ein paar Minuten, bis das Tool sich startet. Ne? Das sieht man dann so, lädt ewig, aber schon mal was Positives. Nachdem das Tool gestartet ist, gehe ich nochmal auf Einstellungen, mache da beide Häkchen bei Einstellungen rein, damit das Tool auch, wenn der Rechner startet, beim Start startet. Und da mache ich auch ein Häkchen und speichern, belasse ich so, wie es ist. Es gibt zwar Jackpad und andere, aber Diff ist das bessere Format wegen Mehrseitigkeit. Das kann nur Diff. So, hochladen auf, das belasse ich, wie es ist. Gerät, kontrolliere ich nochmal, ob mein Gerät wirklich gefunden wurde im Netzwerk. Und dann sage ich ja, sperren. Sperren ist nur für Leute, die mehrere Computer haben, Netzwerk. Ansonsten braucht man das nicht. Also nicht unbedingt. So, das haben wir soweit erledigt. Und dann gehen wir mal gleich auch weiter. Und zwar klicken wir auf den Ordner öffnen, damit wir wissen, wo die Faxe gespeichert werden. Das sieht man also, das ist das Verzeichnis auf Benutzer öffentlich. Und da wird es gespeichert. Ja, da kann man halt aus und extra vom Browser so konfiguriert. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie das mit dem Faxen funktioniert, natürlich noch gleich. Und zwar öffne ich da mal meine Rechnung von Vodafone und klicke dann auf mal auf Menü. Ich könnte auch jetzt auf Drucken klicken, aber ich gehe vom Menü aus und auf Drucken. Und dann habe ich hier oben meinen Drucker, den brauche ich natürlich nicht. Ich brauche natürlich das Faxgerät. Und wenn ich jetzt auf Faxen klicke, also auf Fax drucken, soweit alles eingerichtet ist, dann passiert Folgendes, dann öffnet sich die Fax-App von Bravura. Das ist sozusagen eine Fax-Software. Und da habe ich das Adressbuch, da habe ich die Möglichkeit, Wahlwiederholung zu machen, zu klicken, also dann nochmal Pause zu machen. Ne? Dann breche ich mal jetzt mal ab. Wenn ich was nicht will, dann klicke ich auf Abbrechen und dann komme ich wieder in mein ganz normales Druckmenü. Dann gehe ich nochmal auf Drucken. Ne? Und klicke wieder, habe ich gewählt, mein Gerät. Ist wichtig immer zu unterscheiden, ne? Wenn ich dann normal drucken will, muss ich halt wieder zurück auf das normale Druckgerät. So, da habe ich halt mein Adressbuch, da habe ich mein Deckblatt. Das bedeutet, ich kann hier ein Deckblatt machen. Wozu das Ganze ist, erkläre ich noch gleich. Hier gebe ich meine Nummern ein. Hier sieht man da oben also die Nummern im Nummernfeld. Da habe ich nochmal Adressbuch auch noch, das bekommen wir auch noch. Und dann kann ich auf Start klicken und dann faxt er das Ganze. So, jetzt kommen wir nochmal zum Deckblatt. Das Deckblatt ist, wie gesagt, etwas, was man braucht, wenn man sagt, ich habe keinen Bock, ein Anschreiben zu machen.
dann sagt man an welche Firma, an welche Abteilung und dann hat man schon hier den Kommentar, dann tut man in den Kommentar reinschreiben, um was es geht. Dann kann man sich gewisse Typen aussuchen. Ich würde immer Typ 1 empfehlen und nie Typ 4 und andere, weil Typ 1 ist generell Standard bei allen. Aber man könnte theoretisch das so machen, ne? Oder Typ 3 oder Typ 4, ne? Wie man halt das möchte. Aber Typ 1 ist immer empfehlenswert. Auch das andere ist empfehlenswert beizubehalten. Ne? Immer Standard ist am besten. Kann man nichts falsch machen. So, und mein Kommentar, wie gesagt, kann man schreiben, hey, pass auf, das ist mal eine Rechnung, die ich dir versprochen habe zu faxen, Klaus, tu die dir auch weiterreichen. Ne? Und dann kriegt er das mit. Und da muss man nicht unbedingt ein Anschreiben machen. So. Das könnte man noch machen. Adressbuch. Adressbuch ist etwas ein längeres Thema. Das werde ich ein anderes Mal machen. Aber das war's erstmal von mir. So, das war's von mir. Wenn das Video dir gefallen hat, natürlich dann liken, nicht vergessen, abonnieren den Kanal. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Einfach in die Kommentare reinschreiben wegen Adressbuch. Falls ich es vergessen haben sollte, das Video zum Adressbuch zu machen, dann nochmal reinschreiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal.